Liebe Schwestern, liebe Brüder, nicht selten helfen uns die Redensarten unserer Sprache, die tief durchdrängt sind von der Gewissheit des Glaubens, von der Kultur des Glaubens. Das, was uns so selbstverständlich klingt oder manchmal über die Lippen geht, manchmal helfen uns solche Redensarten unserer Sprache, tiefer das zu verstehen, etwa was wir heute feiern, wenn wir vom allerheiligsten Herzen Jesu sprechen. Wir sprechen manchmal davon, dass wir angesichts von Trauer, angesichts eines schlimmen Ereignisses sagen, es zerreißt mir das Herz. Wir könnten sagen, es ist so etwas wie eine Zusammenfassung dieses Festes. Aber zugleich müssen wir fragen, wem zerreißt es da das Herz? Es macht in einer kurzen Redewendung offenkundig, worum es geht. Es ist eigentlich der gesamte Heilsweg. Es zerreißt Gott das Herz, wenn er sieht, wie es um den Menschen steht. Viele nennen das die alte Leier. Und viele wollen es auch heute nicht mehr wahrhaben. Wie steht es um den Menschen? Und Gott reagiert darauf, wie es um den Menschen steht. Er macht sich selber auf den Weg, um sich um den Menschen zu kümmern und endet dort, wo wir ihn sehen, am Kreuz. Er lässt sich nicht beirren auf seinem Weg zum Menschen, zu dem Menschen, der in die letzte Ecke flüchtet, um nur ja nicht mit Gott zu tun zu haben. Vielleicht machen wir selber manchmal die Erfahrung, dass wir vor den Situationen, die uns am meisten heilen würden, manchmal auch vor den Menschen, die uns gut täten, am weitesten wegfliehen, auf der Flucht sind. Es ist dieses menschliche Paradox, dass wir das vermeiden, was uns heilen könnte. Man könnte sagen, unsere ganze Gesundheitsindustrie lebt davon, dass wir alle auf der Flucht sind. Auf der Flucht vor dem Ort, der allein uns heil machen kann. Was ist dieser Ort? Der Ort, wo wir, wie Paulus sagen wird, zu Hause sind, wo wir eine Heimat haben, wie der Evangelist Johannes uns sagt, der Ort, wo wir wirklich ruhen können. Und wir sollten nicht an Friedhofsruhe denken. Das ist nicht der Ruheplatz der Christen, nicht der Friedhof, nein. Es ist die Mitte, das Herz Gottes, wo unsere Heimat ist, wo wir dann endlich zur Ruhe kommen und Ruhe finden, weil wir nur an diesem Platz dort wieder hingekommen sind, wo wir herkommen. Unsere Hinkunft ist unsere Herkunft. Das erzählt das Johannesevangelium vom ersten bis zum letzten Wort. Und nur dort finden wir Ruhe, wo wir in Übereinstimmung mit uns selber sind. Wo wir das, was Gott in den Menschen gelegt hat, entfalten können. Frei, ohne Beeinflussung. Ohne zugequatscht zu werden mit allem Möglichen. Denn das ist die andere deutsche Redensart, die dem vom Herz zerreißen entgegensteht. Man kann sich auch das Maul zerreißen. Und wir könnten eine Verengung vornehmen und sagen, wir stehen immer vor diesem Scheideweg. Was zu tun? Uns an das zerrissene Herz zu halten, das offen steht, das einen Weg zeigt, wie es Jesus hier bei Matthäus auch sagt. Eigentlich in inhaltlicher Übereinstimmung zu Johannes. Kommt alle zu mir, hier findet ihr Ruhe. Oder, ob wir die große Druckerpresse, die Medienmaschine bedienen, und zwar die unseres eigenen Lebens, und uns permanent das Maul zerreißen. Wenn ich es zuordnen sollte, weiß ich nicht recht, wo wir heute stehen. Aber es geht nicht einfach um Zuordnung, wir müssen sie für uns selber finden. Wenn dieses Wort aus dem Evangelium, das wir eben hörten, draußen am Eingang der Kirche steht, mit einer Figur des Herzens Jesu, dann ist ja gerade diese Frömmigkeit etwas in Verruf gekommen, vor allen Dingen bei Theologen in Verruf gekommen. Aber ist es nicht wie so oft, dass die einfache Frömmigkeit
Und damit erfüllt sich das Evangelium, das Jesus spricht. Uns die Ikone wachhält dessen, was das ganze Johannesevangelium erzählen will. Worauf viele Theologen nicht kommen. Sie schreiben und publizieren und verkünden, aber das Eigentliche verstehen sie nicht, was die Einfachen und Unmündigen im einfachen Blick auf das Herz Jesu verstehen. Hier ist der Weg. Hier ist der Ort der Ruhe. Hier ist wahre Freiheit. Hier ist der Ort und die Person, die dir die Last deines Lebens wegnimmt, die dir hilft, wirklich zu leben und zur Ruhe zu kommen, um in sich selber zu ruhen und das heißt für den Christen, um in Gott zu ruhen. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Das muss das Kriterium auch sein für diese Kirche, die jetzt Klosterkirche ist, deren Patrozinium wir heute feiern. Nicht das zerrissene Maul, sondern das zerrissene Herz ist ihr Symbol, muss ihr Inhalt sein, muss ihre Ikone sein. Und dorthin müssen wir unterwegs bleiben. Dem dienen alle Gebete, dem dienen alle gefeierten Gottesdienste, dem dient alles, was wir tun. Aus dem zerrissenen Herzen zu leben. Das bedeutet es, Kirche zu sein, wenn die Väter, die das noch verstanden haben, diese Ikone, sagen, aus dieser geöffneten Seite, aus dem zerrissenen Herzen Gottes wird die Kirche geboren. Und vielleicht verstehen wir diesen alten und oft falsch zitierten und missverstandenen Satz der Theologie besser, der heißt extra ecclesiam nulla salus. Außerhalb der Kirche ist kein Heil. Aber nur in dem Sinn, dass die Kirche eben sich dem zerrissenen Herzen anschließt und nicht das zerrissene Maul betätigt. Da liegt ein großes Missverständnis. Nur eine Kirche, die sich geboren weiß im zerrissenen Herzen Gottes, die dort ihren Geburtsort hat und dorthin unterwegs bleibt, die den Weg geht, den etwa das Johannesevangelium vom Anfang bis zum Ende aufzeigt, nur eine solche Kirche ist doch eine des Heiles und eine heilende, weil sie die Menschen mitnimmt zu dem Ort, wo ihnen wirklich geholfen wird, wo sie Heil und Heilung finden, wo sie zu Hause sind.